Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute bin ich noch nicht in der Küche, weil ich bin bei Gerardina im Garten. Weil sie schenkt mir heute die gemeine Wegwarte. Oder wie man dem vielleicht auch noch sagt in der Schweiz, Cicoria Catalonia. Ich weiss nicht, ob ihr das versteht. Ihr seht ja nachher, wie das aussieht. Dann könnt ihr euch etwas vorstellen, wie es ist. Vom Geschmack her kann man sagen, es ist ein bisschen wie Löwenzahn. Es hat gewisse, sie sind sehr bitter. Ich habe das Glück, dass Gerardina heute mehr Sättige gibt, die ziemlich mild sind. Also ich hatte schon ganz bittere, die man fast nicht essen kann. Aber eben, sie schenkt es mir, darum habe ich sie mit auf den Film genommen, damit sie auch noch ein bisschen Leute grüssen kann. Gerardina, woher kommst du? Basilicata. Sie kommt aus Basilicata. Und die Ortschaft heisst? Pesco Pagano. Pesco Pagano. Und hast du Leute, Familie dort, die du grüssen willst? Tutte la Familie, tutte quelli che mi conoscono. Also, eine ganze Familie, alle, die sie kennen, grüssen dort oben. Und jetzt noch, du hast ein Kind. Wie heissen deine Kinder? Teresa. Maria. Und die Enkelkind heissen? Luca Mattia. Sevora. Elia. Also, grüssen alle zusammen. Beste Mama und beste Nonna der Welt. Ciao zusammen! So, jetzt seht ihr, wie Gerardina hier die Cicoria Catalonia schneiden und ernten für mich. Also sie hat sicher so 2 Kilo, ist es gsi, wo sie mir geschnitten hat. Und die Frau arbeitet immer. Also ich sehe die eigentlich nie still hocken und ein bisschen geniessen. Sie ist immer dran. Eine ganz fleissige. So, und dann bin ich in meiner Küche und habe jetzt alles schon vorbereitet, dass ich das Gemüse kann, waschen kann. Und hier habe ich schon die Pfanne bereit mit dem Wasser, was ich jetzt gerade auf den Herd aufsetze. Das Wasser wollte ich kochen, weil ich zuerst das Gemüse blanchieren, also ein bisschen mehr ausblanchieren, ein bisschen kochen. Nicht ganz dürre, aber doch ziemlich. Dann haben wir zuerst das Wasser aufkochen. In der Zwischenzeit haben wir das Gemüse waschen. Weil es natürlich direkt vom Garten ist gekommen, haben gewisse Blätter ziemlich hart dran, nicht alle. Und dann tut man es einfach waschen, jedes einzelne Blatt, und dann ein Stück reissen, damit es eine bessere Pfanne Platz hat. Und gäbiger ist zum Essen nachher. Aber auch hier macht ihr wieder weit, wie ich immer sage. Es gibt auch Leute, die die ganzen Blätter, die eben ganz lassen. So, einmal, wenn das Wasser kocht, kann man das Gemüse reintun. Und erst, wenn ich das Wasser koche, dort die Minuten abzählen. Also ich lasse 15 Minuten blanchieren, kochen. Dann war es noch nicht ganz durch, weil wir nachher es noch dämpfen. Aber der geht ein bisschen auch, also es war nicht bitter, es war sehr gut diesmal. Super, nicht so bitter. Manchmal ist das Gemüse extrem bitter, aber diesmal hatte ich Glück. Es war gar nicht bitter, aber der bleibt doch ein bisschen von diesem bitteren Stoff schon im Wasser. So, für zum nachher noch das Gemüse dämpfen, brauchen wir Olivenöl, einen halben Teelöffel weißen Pfeffer, 2 Teelöffel Salz, selber gemachtes Gewürzsalz, 2 Zwiebeln, mehrere Knoblauchzehen, aber das ist alles ganz nach eurem Geschmack. Und 3 Chilischoten, die gelbe ist die Habanero gewesen. Das ist auch für die Italiener sehr viel. He? Also ich übertreibe immer mehr, aber bei mir ist einfach mehr ist mehr. Und zuerst, die erste Runde, habe ich einfach den Boden vor die Schmorpfanne bedeckt mit Olivenöl. Ich habe dann noch einmal dazu geschüttet, ihr seht es dann nachher. Weil für das Gericht muss man wirklich viel Öl drin tun. He? Braucht man viel Öl. Dann habe ich die Zwiebeln geschnitten. Und
Und das schon ein bisschen anbräteln. Dann habe ich Knoblauch geschnitten, ich habe sicher 8 Stück gebraucht. Das ist natürlich auch für süditalienische Verhältnisse viel zu viel. Die Süditaliener tun vielleicht eine drin, ja. Aber ich bin auch ganz verrückt auf das Zeug. Ganz wild auf das Zeug. Und für mich ist einfach mehr ist mehr. Aber wir müssen mich nicht nachmachen. Gesund ist es, aber wir müssen mich wirklich nicht nachgehen. Dann haben wir alles ein wenig anbräteln und dünsten. Ah ja, eine Schildrit, das war mir einfach zu wenig. Und Süditaliener brauchen sehr viel Öl. Die tun ja zuletzt, wenn alles gekocht ist, und schon im Teller oder in der Schüssel, tun sie noch eine Schild drüber schütten. Das mache ich dann wieder nicht. Dann tut man das so 5 Minuten ein wenig andünsten. Ich habe die 2 Teelöffel Salz reingeschüttet. Der halbe Teelöffel Pfeffer ist auch hinterher gekommen. Das müsst ihr natürlich auch nicht. Der Pfeffer ist nicht unbedingt nötig, aber ich habe es gerne so. So, nach 15 Minuten, 20 Minuten ist die Chicoria Catalunya auch schon fertig gewesen. Für meinen Geschmack, oder? Noch nicht ganz weich. Aber ich wollte sie auch noch in die Pfanne ein bisschen schmoren. Und man kann es auch in ein Abtropfsiebli schütten. Das wäre schneller gegangen. Im Nachhinein hätte ich es auch so besser gemacht. Aber in diesem Moment hat es mir gedacht, es ist gescheiter so. Abtropfen und in die Pfanne rein. Damit wir mit dem Film auch fertig werden. Dann tut man nämlich das Gemüse in die Pfanne mit Knoblauch, Zwiebeln und Chili und mit dem Öl noch dämpfen. Und ihr werdet sehen, das geht alles noch mehr zusammen. Und das isst man einfach zuletzt in einen Teller rein, auch mit der Flüssigkeit und dann ein Stück Brot dazu und dann habt ihr super gegessen, sehr gesund. Und für alle Frauen übrigens, die wollen abnehmen, das ist perfekt zum Abnehmen. Also wenn ihr das esst jeden Tag, dann nehmt ihr garantiert ab. Garantiert. Nur wir essen das ja, weil wir es gerne haben, nicht wegen dem Abnehmen. So, und dann ist das schon fertig, so nach 5 oder 10 Minuten gedämpft. Dann ist das noch mehr ineinander gesackt. Alles schön in die Schüssel da. Und bereit zum Verzehr. Also, hat euch das Rezept Spass gemacht? Dann kocht es vielleicht nachher. Einen guten Miteinander und tschüss zusammen. Ciao, ciao.